Servus liebe Landtechnik-Fans und herzlich willkommen bei AgroPictures. Ihr seht schon, heute dreht sich bei uns alles um die Zuckerrübe. Wir zeigen euch heute, wie die Rüben aus dem Boden kommen, wie sie gereinigt und anschließend abtransportiert werden. Und dazu hat uns die Firma Ropa ihre neuesten Maschinen mitgebracht. Sie hören auf die Namen Tiger, Panther und Maus und ich behaupte, dass es sich dabei um die größten Landmaschinen der Welt handelt. Klingt nach den perfekten Zutaten für ein spannendes Video. Viel Spaß mit unserem Technikcheck. Seit 1986 entwickelt und baut Ropa Maschinen für die Ernte von Zuckerrüben. Heute gilt das bayerische Familienunternehmen als Technologieführer in diesem Segment. Jedes Jahr verlassen rund 150 Rübenroder, gut 80 Verlademäuse und rund 300 Einheiten in der Kartoffeltechnik die Werkshallen in Zittelsdorf. Das aktuelle Flaggschiff ist der Tiger 6S. Die Maschine wurde zur Ernte 2020 vorgestellt und gilt seitdem nach eigenen Angaben als weltweit leistungsstärkster Zuckerrübenroder. Seine Kraft schöpft der Dreiachser aus einem 6-Zylinder-Turbomotor von Volvo Penta. Aus gut 16 Litern Hubraum entfalten sich satte 796 PS. Obwohl das Triebwerk die neueste Schadstoffnorm erfüllt, kommt es ohne externe Abgasrückführung aus. Schon bei niedrigen 1000 Umdrehungen pro Minute stehen 3550 Newtonmeter bereit, was einen sparsamen Rodebetrieb auch im hügeligen Gelände erlaubt. Das maximale Drehmoment liegt bei enormen 3650 Newtonmetern. Bei seiner Arbeit im Feld fährt der Tiger im Hundegang. Das heißt, der Boden wird von den breiten Rädern ganzflächig überfahren. Das schafft Einsatzsicherheit unter feuchten Verhältnissen und ist vorteilhaft für die nachfolgende Bodenbearbeitung. Alle drei Achsen sind lenkbar. Zusätzlich gibt es ein Knickgelenk zwischen Vorderachse und Bunker. Damit ist die 15 Meter lange Maschine erstaunlich wendig. Ein Highlight ist das hydraulische Fahrwerk mit 6 Zylindern. Es reduziert Wankbewegungen und gleicht seitliche Hangneigungen bis 10% aus. Bei Querfahrten werden Schwerpunkt und Gewicht von der Hangunterseite zur Hangoberseite verlagert. Das schont den Boden und verbessert die Standsicherheit sowie den Fahrkomfort. Zudem erlaubt dieses System eine exaktere Führung des Rodeaggregats. Nachdem die Rüben geköpft und aus dem Boden geholt wurden, trennen ein Siebband und drei Siebsterne Unkraut und Erde ab. Im Anschluss befördert sie der Elevator in den 43 Kubikmeter großen Bunker. Die Befüllautomatik sorgt für gleichmäßige Gewichtsverteilung und damit für optimale Traktion. Zwei Ultraschallsensoren erfassen den Ertrag. Die Bunkerfüllungen werden aufsummiert und in der Auftragsdatenbank abgespeichert. Mit dem dreifach klappbaren Entladeband lassen sich breite Mieten anlegen. In gerade einmal 50 Sekunden ist der große Bunker leer und der Tiger kann die Ernte fortsetzen. Für kleinere Flächenstrukturen oder für den Einsatz als Überladeroder hat Ropa den Panther im Programm, den wir in der aktuellen Ausführung 2S fahren konnten. Grundsätzlich verfügt die Maschine über dieselbe Technik wie der Tiger. Sie hat aber nur zwei Achsen und einen kleineren Bunker. Trotzdem schlägt unter der Haube dasselbe Herz. Ein 16-Liter Volvo-Motor, der mit seinen 796 PS massive Leistungsreserven für anspruchsvolle Rodebedingungen bereithält. Auch der Panther besitzt ein hydraulisches Fahrwerk mit Wankstabilisierung und automatischem Hangausgleich. Damit kann die Maschine auch in extremen Situationen noch stabil gehalten werden, wo andere Roder bereits umkippen würden. Der Schlägler und die Rodeeinheit lassen sich für Wartungsarbeiten um bis zu 90 Grad nach oben schwenken. Hier sieht man die Ultraschallsensoren des R-Kontursystems, mit dem die Rodetiefe jeder einzelnen Reihe automatisch der Bodenkontur angepasst wird. Unnötige Erdaufnahme und erhöhter Kraftstoffverbrauch durch zu tiefes Roden werden dadurch ebenso vermieden wie Wurzelbruch an den Rüben bei zu flachem Roden. Aber damit nicht genug. Ein weiteres System regelt automatisch die Höhe des vorweglaufenden Schläglers. R-Trim.
Damit erfasst ein Winkelgeber an jedem Mikrotopper die Scheitelhöhe der Rübenreihe. Bei unterschiedlich hochgewachsenen Beständen, beispielsweise an Trockenstellen, korrigiert AirTrim automatisch die Höhenführung der Schläglerwelle. Die Kombination und das Zusammenspiel beider Systeme führt zu einer deutlichen Entlastung des Fahrers und ermöglicht somit eine teilautonome Führung des Rodevorsatzes. Völlig unerwartet besucht uns eine große Schafherde während unserer Dreharbeiten am Feld. Das frisch gehäckselte Rübenblatt ist für die Tiere ein willkommener Leckerbissen. Inzwischen ist der Bunker des Panthers voll. Das extra lange Entladeband ist hoch angehängt und sitzt zwischen den Achsen im optimalen Sichtfeld des Fahrers. Ein großer Vorteil beim Überladen auf nebenher fahrende Anhänger, aber auch beim Abbunkern am Feldrand. Die Kabine ist dieselbe wie beim Tiger. Ein geräumiger und sehr komfortabler Arbeitsplatz, von dem der Fahrer alles im Blick hat. Im Gegensatz zum Vorgänger verfügt der neue Panther über zwei große Touch-Terminals mit höherer Auflösung. Die Bedienung ist jetzt noch intuitiver geworden und entspricht der Logik von Tablets und Smartphones. Alternativ lassen sich aber auch alle Funktionen weiterhin über Drehregler und Folientasten an der Bedienkonsole ansteuern. Auf dem AirTouch-Display an der linken A-Säule können zusätzlich zu den Maschinenfunktionen zwei getrennte Videostreams zugleich angezeigt werden. Unter anderem auch das Bild des optionalen AirView-Kamerasystems. Wir fahren eine Runde bei Servicetechniker Werner Hofbauer mit und sprechen mit ihm über den neuen Panther und den technischen Fortschritt in der Rübenernte. Werner, was sind denn deine Aufgaben jetzt überhaupt noch? Also die Maschine fährt selbst, du musst da nicht lenken. Was musst du überhaupt noch machen? Ich muss halt praktisch drauf schauen, dass die Rodequalität passt, die Köpfqualität, dass die Reinigung intensiv genug ist, aber nicht zu aggressiv. Nur so viel wie nötig, dass die Rüben möglichst nicht beschädigt werden. Ja, da gibt es viele Parameter, die man da verstellen kann, die alle eben einstellen und beobachten. Aber so ein moderner Roder hat schon viele Systeme, um den Fahrer zu entlasten, oder? Ja, die Assistenzsysteme werden immer mehr, arbeiten wir auch fleißig dran, dass das immer mehr werden. Und versucht man da damit die Rodequalität zu automatisieren und zu verbessern, dass es für den Fahrer einfacher wird. Was schaffe ich mit so einem modernen Rübenroder? Was sind da für Stunden, Tagesleistungen möglich, kann man das sagen? Das ist ja je nach Rodeverhältnisse, Ackergröße, Bodenbeschaffenheit sehr unterschiedlich. Aber so, das, was man so in der Regel sagt, ist ja so ein Hektar in der Stunde. Wenn dann ein Abfahrer dabei ist, dann ist man da gleich bei 1,5 oder 1,7 Hektar, 1,6, je nachdem, was möglich ist von der Fahrgeschwindigkeit her. Ich habe ein bisschen ausgekehrt, der Panther, das ist so deine Lieblingsmaschine, oder? Was taugt da am neuen Panther besonders gut? Grundsätzlich am Panther ist eigentlich schon die Wendigkeit und einfach, dass der auch dieselbe Leistung hat wie sein großer Bruder, der Tiger. Und dadurch die kleinere Maschine natürlich wesentlich flotter und agiler ist. Das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Also das Gewicht-Leistungsverhältnis, ja, oder? Ja. An wen richtet sich die Maschine? Von bis, also das ist sehr unterschiedlich. Ja, zum einen in die Gebiete, wo die Feldgrößen ein bisschen kleiner sind, wo der kleine Bunker quasi immer reicht oder meistens reicht. Oder dann eben in die Regionen, wo du auch mit dem Tiger nicht durch eine Ackerlänge durchkommst und dann ein Überladefahrzeug brauchst. Und dadurch, dass der Panther das Entladeband vorne hat, ist der natürlich zum Überladen ideal. Werner, du fährst ja die ganzen Maschinen in einem Versuch, also ihr testet da neue Software oder überhaupt neue Maschinen. Du warst die ganze Saison unterwegs. Sag was zur diesjährigen Rübenernte, wie ist gelaufen? Die diesjährige Rübenernte ist eigentlich ja, relativ sorgenfrei, muss man sagen. Dieses Jahr sind wir vom Wetter her begünstigt, eher trockene Verhältnisse, nicht zu viel Regen. Die Erträge gut, die Rüben groß, somit hast du keinen Ärger mit Verluste von kleinen Rüben oder ähnlichen Sachen. Also, rein von der Ruderei her sehr, sehr angenehme Saison. Wo geht beim Rübenruder die Reise hin? Also wir sind von Größe, Gewicht, also alles was auf der Straße erlaubt ist, haben wir ausgereizt, oder? Und wo geht da deiner Meinung nach die Reise hin in Zukunft bei der Technik? Was kann man noch entwickeln? Wo kann die Maschine noch besser werden? Das ist jetzt eine gute Frage.
das ist der Opa schon perfekt. Ja, nahezu. Also das ist, ich sage jetzt einfach sehr nah dran. Aber ich meine, aktuell ist man mehr eher an Kleinigkeiten dran. Ja. Mit kleinen Schritten da noch Feinheiten zu verbessern. Es ist jetzt nichts da, wo man so einen richtig riesengroßen Schritt noch machen kann, glaube ich. Das ist jetzt in kleinen Schritten besser werden, wirtschaftlicher, Sprit sparen oder sowas, ja. In die Richtung bodenschonender, ja. Und so weiter. Standfestigkeit der Maschinen, also dass mit wenig Reparaturen durch die Saison kommst und keine Standzeiten hast. Ab sofort haben alle Ropa-Maschinen das R-Connect-Telematik-Modul an Bord, das dem Anwender neue Möglichkeiten beim Service sowie bei der Planung und Optimierung der Maschineneinsätze bereitstellt. Wenn bei der Maschine ein Problem auftritt, kann sich ein Ropa-Servicetechniker von jedem Ort auf der Welt auf das Terminal und die Maschinensteuerung schalten und den Fahrer unterstützen. In Zukunft will man auch durch neue Funktionen im Bereich der Predictive Maintenance, übersetzt vorausschauender Service, Ausfallszeiten reduzieren. Der Disponent kann den Erntefortschritt live mitverfolgen und so die Einsätze besser planen. Auf dem Dashboard sind der aktuelle Status aller Maschinen und die Tagesbilanz einsehbar. In der Einzelansicht können der Standort, die Straßen- und Rodetracks sowie der aktuelle Rodefortschritt eingesehen werden. Abgeschlossene Aufträge werden ins AirConnect-Portal übertragen, um sie anschließend zur Auftragsauswertung sowie zur Maschinen- und Flottenoptimierung zu nutzen. Hierbei hilft auch die Playback-Funktion, mit der sich nachträglich alle Einstellungen und die exakte Position der Maschine während der Ernte darstellen lassen. Das Ropa AirConnect-Portal kann sowohl per Webbrowser als auch mit allen anderen beliebigen Endgeräten aufgerufen werden. Ein weiteres Feature ist der AirConnect-Monitor. Eine intelligente und vollautomatisierte Bilddokumentation der Zuckerrübenernte, für die Ropa auf der letzten Agritechnica mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde. Während der Ernte nimmt eine Kamera am Kabinendach Bilder des Rübenbestands auf. Eine zweite Kamera am Entladeband dokumentiert das Rodeergebnis. Die Bilder werden zusammen mit dem Standort ins AirConnect-Portal übertragen und dem Rodeauftrag zugeordnet. Im Anschluss können die Daten genutzt werden, um beispielsweise Krankheiten und Verunkrautung im Rübenbestand zu erkennen und das Rodeergebnis zu bewerten. Informationen über Verschmutzung und Unkraut in der Rübenmiete helfen dem Disponenten bei der Planung, weil sich damit der Zeitaufwand für die Abfuhr und die Lagerfähigkeit der Rüben bereits im Vorhinein abschätzen lassen. Lohnunternehmer und Rodegemeinschaften können mit Hilfe der Bilder beispielsweise erhöhten Ernteaufwand gegenüber den auftraggebenden Landwirten besser argumentieren. Um die Rüben zu verladen, brachte Ropa seine neue Maus 6 mit aufs Feld. Technisch basiert sie auf dem Vorgängermodell. Die Maschine ist aber komfortabler und vor allem intelligenter geworden. Auffälligstes Merkmal ist die neu konstruierte, deutlich größere Panoramakabine. Sie lässt sich hydraulisch auf 5,10 Meter anheben, sodass der Fahrer auf seinem drehbaren Sitz das Geschehen perfekt im Blick hat. Zur Serienausstattung gehören hochauflösende Digitalkameras, um die Aufnahmetiefe und den Rückraum zu überwachen. Optional erhältlich sind zusätzliche Kameras am Überlader und am Nachreiniger, sowie das neue AirView mit Rückfahrkamera und zwei zusätzlichen Seitenkameras. Fortan ist auch das AirConnect-Monitorsystem mit einer zusätzlichen Kamera an der Kabine erhältlich. Auf der Straße fährt die Maus 6 bis zu 40 Stundenkilometer schnell und das bei reduzierter Motordrehzahl. Am Feld angekommen lässt sich die Maschine per Knopfdruck von ihrer kompakten Transport in die eindrucksvolle Arbeitsposition bringen. Für den Antrieb sorgt ein 354 PS starker Sechszylindermotor von Mercedes-Benz. Das Triebwerk erfüllt nun die EU-Abgasstufe 5 und stemmt bereits bei 1200 Umdrehungen ein maximales Drehmoment von 1450 Newtonmetern auf die Kurbelwelle. Die Rüben werden auf einer Breite von 10,20 Metern aufgenommen. Damit bietet Ropa das breiteste System am Markt. 18 Reinigungswalzen trennen Erde und Unkraut ab. Die Intensität der Reinigung lässt sich von der Kabine aus einstellen. Überladeweiten von mehr als 15 Metern sind möglich.
Auf der anderen Seite wird der Dieseltank als Gegengewicht ausgeschwenkt. Europa gibt eine Verladeleistung von bis zu 560 Tonnen pro Stunde an. Bei unserem Einsatz brauchte die Maus zwischen 3 und 5 Minuten, um 28 Tonnen Rüben auf einen LKW zu laden. Das Wiegesystem im Überladeband wurde neu aufgelegt und soll jetzt noch genauer arbeiten. Das Gewicht jeder Ladung inklusive Kalibrierwert, Nullpunktabgleich, Bandneigung und Drehzahl wird automatisch zur Europa AirConnect-Plattform übertragen und kann dort ausgewertet werden. Das LED-Lichtpaket ermöglicht eine perfekte Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs. Per Fingertipp am Display können die einzelnen Scheinwerfer gewählt werden. 3 individuelle Lichtkonfigurationen lassen sich speichern und wieder abrufen. Die von uns gefahrene Maschine ist noch ein Vorserienmodell. Die ersten Serienmaschinen will Europa zur nächsten Rübensaison ausliefern. So, liebe Zuschauer, endlich mal ein Video zum Thema Zuckerrüben bei uns auf dem Kanal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Wir werden im Nachgang so gut wie möglich alles beantworten. Im Hintergrund seht ihr die Maus beim Rübenladen. Ich würde sagen, da schauen wir jetzt noch eine Weile zu. Danke fürs Einschalten, bleibt gesund, Servus und bis zum nächsten Mal.